Schakal. Ein Schakal ist ein fuchsähnlicher Wildhund. Schakal ist ein hundeähnliches Raubtier. Schakale kommen so besonders in Asien und Afrika vor. Schakale sind besonders bekannt für ihre dass sie Aas fressen. Sie sind bekannt, dass sie, nicht unbedingt besonders schön aussehen. Menschen haben durchaus etwas Respekt vor Schakalen. Zwar sind Schakale normalerweise ungefährlich für Menschen, aber sie können auch auf die Jagd gehen. Das heißt, kleine und mittelgroße Tiere können sie auch lebendig fressen. Die Aas können sie aber auch von großen Tieren fressen. Es gibt in der indischen Mythologie auch immer wieder Schakale und auch Geier als Symbol des Todes. Es werden auch öfters Szenen dargestellt, in bildlicher Darstellung, wo man Schakale und Geier sieht. Als Symbol dafür, der Tod wartet. Irgendwann wirst du sterben und dann warten die Schakale und die Geier auf dich. Natürlich, in Indien wurden die Menschen verbrannt, in Europa gibt es keine Schakale und Geier, man wird beerdigt, aber der Körper wird auch vernichtet. Schakal und Geier sind nur Symbole aus der Tierwelt. Ob man jetzt verbrannt wird oder nachher die Würmer den Leib fressen, alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende und ein physischer Körper wird irgendwann vergehen. Daher strebe nach dem, was ewig ist.